Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder in so einem Nautica-Blues-Video drin und heute suchen wir den Laserschneider, den Seegleiter, die Schubkanone und die mobile Fahrzeugstation. Also wir suchen heute vier Sachen gleichzeitig. Das wird ein bisschen tricky und ein bisschen länger, das Video, wahrscheinlich. Wir müssen zu Nestern wieder hinschwimmen, die können aber auch in diesen Höhlen rumliegen, die Teile. Das werdet ihr auch sehen gleich. Das erste, wo ihr sein müsst, ist die Rettungskapsel, wo man am Anfang ist. Nach dem Eingang ins Spiel, sag ich mal. Da ist so eine Rettungskapsel auf der Karte markiert. Das sieht man dann auf der Karte. Hier müsst ihr einfach hin. Die ist dann orange. Und das erste Teil, was wir suchen, ist schon bei der Rettungskapsel in der Nähe. Also es ist eigentlich direkt hier. Das ist die Seegleiterfragment. Das ist nämlich hier vorne. Also es kann hier überall im Umkreis sein. Hier kann auch noch ein zweites liegen, wenn ihr Glück habt. Ja. Das können wir gleich mitnehmen. Man braucht, glaube ich, drei Stück insgesamt. Okay. Drei Stück. Findet man auch überall in der sonstigen Umgebung. Auf jeden Fall, hier können ein bis zwei spawnen bei der Rettungskapsel. Soweit ich weiß. Wenn kein zweites da ist, einfach ignorieren. Das kann auch nachspawnen an der Zeit, wenn ihr Glück habt. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal das erste Teil für den Seegleiter gefunden. Ja. Vielleicht finde ich ja noch eins, aber ich glaube eher weniger. Nö, sieht nicht so aus. Auf jeden Fall müssen wir dann von der Rettungskapsel aus nach nach Westen. Und Süden. Südwesten, Westen so. Dann kommt da ein Seetanggebiet irgendwann. In die Richtung müssen wir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, schwimmen wir. Ah ne, wir müssen nach Nordwesten, Westen. Sorry. Nordwesten, Westen, so. In die Richtung schwimmen wir einfach ungefähr. Dann kommt da irgendwann ein Seetanggebiet, wo wir hin müssen. Oder war ich doch mit Südwesten richtig? Ich glaube, ich war doch mit Südwesten, Westen richtig. Ja, ich war doch richtig. Ungefähr müssen wir dahin so. Wir schwimmen dann einfach am Rand entlang. Und da kommt immer so ein Seetanggebiet. Das ist auch nicht weit weg. Das ist 300 Meter ungefähr weg von dem Ding. Und ab diesem Seetanggebiet kommen kleine Höhlen. Also in diesem Seetanggebiet können kleine Höhlen sein, wo wir rein müssen. Da finden wir Teile. Hier ist schon die erste Höhle. Also in der ersten Höhle ist bei mir jetzt, glaube ich, ein Seegleiter. Okay, hier ist ein Seegleiter. Sind wir jetzt schon in der großen Höhle drin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier ein Seegleiter drin, den ich nicht scannen kann. Ah doch, jetzt. So. Dann haben wir schon zwei Teile. Ja. Ich glaube, wir sind schon in der großen Höhle drin. Das müsste die große Höhle sein. Wo ich jetzt eigentlich noch nicht am Anfang rein würde. Auf jeden Fall ist hier schon ein Laserschneiderfragment drin. Ah, das ist gar nicht die große Höhle. Okay. Hier ist ein Laserschneiderfragment drin. Die man sehr, sehr häufig findet. Also diese Fragmente können auch einfach hier außerhalb von den Nestern sein. Die können auch einfach hier am Boden liegen. In den Gängen meistens sind die. Da, wo keine Nester in der Nähe sind. Da sind die meistens am Rumliegen. Auf jeden Fall war das jetzt eine kleine Höhle hier. Ihr müsst einfach dieses Seetanggebiet ein bisschen abgrasen. Hier sind mehrere kleine Höhlen. Ja, hier waren wir auch schon drin. Auf jeden Fall, ihr könnt euch Sauerstoff holen. Mit diesen Pflanzen hier. Ich habe auch ein Video zu den Sauerstofftanks hochgeladen. Zu den Tauflaschen mit hoher Kapazität und ultra hoher Kapazität. Dafür braucht ihr aber auch die Modifizierungsstation. Also mit der normalen 75 Dings. CO2-Tauchflasche schafft man das ja auch eigentlich ganz easy. Wenn man ein bisschen Grips hat. So. Da, wo diese blauen Dinger sind nachher, wenn man ganz tief runter muss, da müssen wir nicht hin. Also nur in diesem Seetanggebiet bleiben, bitte. Einfach dieses Seetanggebiet abgrasen und die kleinen Höhlen suchen. Da gibt es ja noch eine größere Höhle, wo wir gleich auch reingehen. Und dann haben wir jetzt hier schon ein Nest mit der mobilen Fahrzeugstation, mit einem Teil jedenfalls. Eins von drei. Die Schubkanone finden wir später noch, keine Sorge. Die ist weiter unten in der großen Höhle. Ja. Dann haben wir hier ein mobiles Fahrzeugstationsteil. Da ist noch ein Seegleiterteil. Da habe ich schon drei Seegleiterteile. Da haben wir es auch schon. Also hier müssen auch mehr als drei sein. Dann habt ihr auch einen Seegleiter freigeschaltet. Der ist ja angenehm, aber hier habt ihr unten so die ganze Zeit Luftblasen auch. Das ist dann auch sehr angenehm. Ich glaube, hier sind wir zu. Ne, hier sind wir zu tief, Leute. Wir müssen wieder zurück ins Seetanggebiet. Also nur in diesem Seetanggebiet bleiben, wo diese komischen Tiere hier rumschwimmen, diese komischen Fische. Haben wir hier unten schon? Ich glaube, in diesem, ja, hier waren wir schon drin. Wir müssen einfach geradeaus weiter. Also hier ist so ein Kreis ungefähr mit dem Seetang gebildet. Da müssen wir entlang schwimmen so. Dann findet man auch die Höhlen hier nach und nach. Ist alles nicht schwer. Hier wollen wir auch nicht runter. Einfach wieder. Wo sind wir? Ah doch, hier wollen wir lang. Wir müssen dann nach rechts, ja. Also einfach hier rüber schwimmen.
wieder ins Seetangebiet rein, weil ich glaube, da ist keine Höhle mehr. Und irgendwo hier müsste die fette Höhle kommen, gleich. Ich glaube, da ist die fette Höhle schon. Weil da hinten könnte eigentlich kein Eingang mehr sein. Nee, es muss das die fette Höhle sein eigentlich, ja. Sieht so aus. Das muss die fette Höhle sein. Die ist ziemlich groß. Also da solltet ihr auch Sauerstoff tanken mit diesen Pflanzen immer. Weil hier sind so Pflanzen drin. Auf jeden Fall können die Teile jetzt hier auch einfach am Rand liegen. Wenn man nicht aufpasst, schwimmt man dran vorbei. Also die sind auch nicht so groß, wie man denkt. Das werdet ihr aber noch sehen. Okay, hier ist noch ein Teil für die mobile Fahrzeugstation. Haben wir schon zwei Teile. Also die Teile spawnen auch random in den Nestern. Kann unterschiedlich bei euch sein. Muss nicht bei jedem gleich sein. Da können auch Laserschneiderfragmente drin sein. Oder Schubkanonenfragmente. Oder Seegleiterfragmente. Es kann unterschiedlich sein. Und pass auf diese Fische auf, die schwimmen hier raus. Also ich bin jetzt ein Kreativ hier. Nicht wundern. Deswegen schwimmen hier keine Fische raus. Und greifen mich an. Deswegen habe ich keine Sauerstoffanzeige und sowas. Nimmt von diesen Pflanzen immer ganz wichtig, nimmt immer den Sauerstoff mit. Besorgt euch genug Essen und Trinken und nehmt das auch mit. Sehr wichtig. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier wieder eine Pflanze. Wo wir Sauerstoff tanken könnten, wenn ich jetzt nicht in Kreativ wäre. Hier sind auch Wurzelblasen, die ihr mitnehmen könnt. Habe ich schon Videos hochgeladen von einem Jahr oder so. Da ich jetzt nochmal alles neu machen werde, ich erstmal wieder in den YouTube-Algorithmus reinkommen muss, werde ich jetzt erstmal nicht so viele Aufrufe machen. Ist mir aber auch egal. Lasst jetzt schon mal gerne ein Like da, abonniert mich und vergesst nicht, das Video zu teilen, meine ich. Und die Glocke zu aktivieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall weitersuchen für euch. Also diese Höhle ist jetzt etwas größer. Hier findet man die Teile aber alle eigentlich, wenn man weiter darunter schwimmt. Die ist ein bisschen verzweigt da auch. Müsst ihr ein bisschen suchen. Ja, also wenn ihr noch tiefer runter geht, ist immer gut. Da findet ihr auch mehr. Da kommen dann die wertvolleren Sachen. Aber ich schwimme nochmal hier lang. Also da geht's auch runter. Hier geht's, glaube ich, auch schon runter irgendwo. Ja. Genau. Hier können wir auch schon runter. Und pass auf, diese kleinen, diese Fischviecher, die können euch Sachen klauen. Also die könnt ihr wieder haben, so einsammeln, aber müsst ihr aufpassen. Da müsst ihr echt aufpassen. Sind die Sachen weg? Zum Beispiel euer Scanner könnt ihr einfach mitnehmen. Und hier haben wir noch ein Laserschneiderfragment. Dann haben wir davon schon zwei, glaube ich. Ja, zwei von drei. Ja. Von der Schubkanone braucht man, glaube ich, nur zwei Fragmente, wenn ich mir das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube schon. Okay, der Scanner die ganze Zeit aktiv. Also, ich habe schon einen Teil an der Seite liegen sehen von der mobilen Fahrzeugstation. Also, deswegen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die sind auch ziemlich klein, diese Teile. Die sieht man nicht so geil. Deswegen müsst ihr auch die Ränder ein bisschen abgucken hier, ob hier irgendwas liegt an der Seite. Ich werde da bestimmt noch eins finden, sowas an der Seite liegt, wo ich euch das zeigen kann. Wo das auch ein kleines Teil ist. Also es kann auch ein Laserschneider hier einfach an der Seite liegen. So ein kleiner. Das ist aber sehr auffällig eigentlich, wenn ihr ein bisschen gucken könnt so. Ich sehe momentan nicht so gut. Wegen meiner Brille. Aber ja. So. Ja, hier haben wir ein Nest. Da haben wir noch einen Laserschneider. Da haben wir alle Laserschneiderteile. Für die Schubkanone müssen wir, glaube ich, noch einen tiefer runter. Soweit ich weiß. Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Genau. Ja, da hinten können wir dann noch weiter runter, glaube ich. Irgendwie so war das. Oder da. Wir gehen mal hier lang. Hier geht es nämlich noch weiter rein. Okay, hier haben wir noch ein. Hier ist das erste Schubkanonenfragment. Von zwei, glaube ich. Ja, oder? Ja, eins von zwei. Das zweite ist hier gleich in der Nähe. Das müsste da drüben sein. Wenn ich mich recht dran erinnere. Ja, das ist hier drüben. Dann habt ihr die Schubkanone auch schon freigeschaltet für euer Kit. Dann habt ihr beide Teile. Wunderbar. Irgendwo hier lag auch noch ein Teil rum, glaube ich. Bin mir aber gar nicht sicher. Also das letzte mobile Fahrzeugstationsteil lag bei mir gerade irgendwo anders. Ich habe das einmal abgeguckt in der Höhle vorhin. Den Seegleiter haben wir, den Laserschneider haben wir und die Schubkanone haben wir. Also findest du noch einen Teil von der mobilen Fahrzeugstation. Das war irgendwo an einem Ausgang. Ich schwimme nochmal hoch. Also ein kleines Teil, was am Rand lag. Das Video wird ein bisschen länger, wie gesagt. Aber so lange ist es, glaube ich, noch gar nicht. Aber wir werden das schon finden, dieses Teil.
Also, jo, sonst könnt ihr auch einfach das Video jetzt schon skippen und dann könnt ihr es einfach jetzt schon finden. Also, hier liegt zum Beispiel jetzt ein Laserschneider an der Seite. Einfach so. Und so kann das auch mit dem mobilen Fahrzeugstationsteil sein. Da kriegen wir dann auch Titan als Ersatz, wenn wir es schon haben. No. War halt wirklich nur so ein ganz kleines Teil, was man echt schlecht sehen kann, wenn man nicht aufpasst. Muss man halt sehr darauf achten. Na, hier waren wir schon. Kann man hier hochschwimmen? Ja, hier geht's raus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das finden werde, dieses Teil. Ich glaube eher nicht. Ich schwimme jetzt einfach raus, wenn ich es nicht finde, dann finde ich es nicht. Dann ist es halt so. Aber auf jeden Fall habt ihr das Video verstanden und ihr werdet die Teile auf jeden Fall finden nach einer Zeit. Das ist nur ein bisschen Rumgesuche. Das ist sehr nervig, ja. Aber es ist halt nur ein bisschen Rumgesuche, wenn man ganz ehrlich ist. So. Ja. Hier ist wieder so ein Fisch, da müsst ihr echt aufpassen. Die greifen auch an. Machen Schaden und sowas. Das ist sehr, sehr nervig manchmal. Ja. Bin ich richtig? Ah, hier geht's hoch. Okay. Ne, hier geht's auch wieder raus. Also ich werde jetzt nochmal einen anderen Eingang suchen, wo das reingeht, aber ich glaube, ich werde das nicht mehr finden. Wir sind hier schon in irgendeinem anderen Gebiet gelandet. Auf jeden Fall werdet ihr da unten die ganzen Teile finden für die Sachen, die ihr braucht. Und ja. Ich glaube, dieses letzte Teil werde ich jetzt nicht mehr finden, sonst wird das Video zu lang. Aber das werdet ihr auf jeden Fall finden, weil da sind alle drei. Das sind, glaube ich, sogar vier Teile insgesamt unten, wenn man die richtig sucht. Und ja. Vielleicht ist es hier, wenn ich Glück habe. Ich glaube, das ist der Spot, wo es an der Seite lag. Bin mir gerade aber nicht sicher. Sieht nicht so aus. Na egal, würde ich sagen. Dann war es mit dem Video. Haut rein, aktiviert gerne die Glocke, abonniert mich, vergesst nicht das Video zu liken und teilt das Video auf jeden Fall für den Support. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.